Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. In dieser Sendung entführen wir Sie in ein unbekanntes Land Südostasiens. Es heißt Myanmar, das frühere Burma. Und bis vor einigen Jahren war es überhaupt nicht einfach, in dieses Land als Tourist hineinzukommen. Das hat sich zum Glück geändert und man fährt durch Myanmar am besten mit dem Zug. Aus dem Fenster sieht man wirklich faszinierende Landschaften. Man begegnet freundlichen Leuten und man sieht zahlreiche Pagoden, die golden in der Sonne glänzen. Ausgangspunkt unserer Reportage ist die ehemalige Hauptstadt Yangon. Myanmar, ein unbekanntes Land in Südostasien. Am besten lässt es sich mit der Eisenbahn erkunden. Die Eisenbahn ist gut fürs Volk. Es ist ein wichtiger Teil des Transports. Busse sind teuer, man fühlt sich in ihnen unfrei und eingeengt. In der Bahn ist das besser, deshalb nehmen wir lieber die Bahn. Wir folgen diesem Rat und fahren mit dem Zug fast schon durchs Wohnzimmer dieses südostasiatischen Landes. Neben atemberaubender Landschaft und Kultur bietet Myanmar auch so manches Schienenabenteuer. Die meisten Touristen beginnen ihre Myanmar-Reise in Yangon, der ehemaligen Hauptstadt. Hier spürt man noch das Flair aus längst vergangenen Zeiten, als das frühere Burma noch britische Kolonie war. Yangon ist religiöses Zentrum Myanmars. Die Shwedagon-Pagode gilt als Wahrzeichen des Landes und ist Pilgerstätte für Buddhisten aus aller Welt. Die Burmesen verstehen sich als Lieblingsvolk Buddhas. Fast 100 Meter hoch und mit rund 60 Tonnen Gold überzogen. Hier sollte jeder Burmese einmal im Leben gewesen sein. Die tiefe Religiosität ist allgegenwärtig und ein ständiger Reisebegleiter in Myanmar. Wir Burmesen glauben, dass uns die guten Geister beschützen. Man kann sich von den Geistern wünschen, was man erreichen möchte. Gute Gesundheit für den Mann und die Kinder. Man kann sich auch für die Verwandten etwas Gutes wünschen oder für die Reise. Wer in Myanmar mit der Eisenbahn verreisen will, muss früh aufstehen. Der erste Zug auf der Hauptstrecke Richtung Mandalay ist bereits um 4 Uhr abgefahren. Wir nehmen den um 6 Uhr. Myanmar ist kein Land für Langschläfer. Der Tagesablauf richtet sich nach dem Sonnenstand. Der Fahrkartenschalter ist ab ca. 5.30 Uhr geöffnet. Für Touristen empfiehlt es sich allerdings, die Tickets einen Tag vorher zu kaufen und sich mit dem liebevoll geschriebenen Fahrplan ein wenig anzufreunden. Ich plane die Ein- und Abfahrt der Züge. Das ist mein Hobby.
Deshalb habe ich angefangen, bei der Bahn zu arbeiten. Und Schritt für Schritt wurde ich befördert. Ich werde weiterhin viel Spaß an meiner Arbeit haben, da mein Beruf ja auch gleichzeitig mein Hobby ist. Rechtzeitig wird der Bahnsteig geöffnet. Platzkarten sind inklusive, da gibt es keine Drängelei. Und allen Unkenrufen zum Trotz, dass gemäß einer buddhistischen Regel alles, auch Fahrpläne, Veränderungen unterworfen ist, können wir nicht bestätigen. Unser Zug fährt pünktlich ab, um 6 Uhr. Noch etwas verschlafen beginnt unser Schienenabenteuer. Eine spannende Reise liegt vor uns. Auf der ersten Etappe fahren wir von Yangon aus immer in nördlicher Richtung durch die Zentralebene bis nach Tasi. Die gut 500 Kilometer lange Fahrt wird rund 12 Stunden dauern. Zeit genug, Land und Leute ein wenig kennenzulernen. Wir gewöhnen uns rasch an den Rhythmus des Landes und an den der Eisenbahn. Und kommen schnell ins Gespräch. Wir haben unseren Kindern Bildung ermöglicht, damit sie ein besseres Leben haben. Ich habe sie gerade in Yangon besucht. Ich fahre lieber mit der Bahn. Das ist billiger als mit dem Bus. So kann ich für meine Kinder sparen. Die Bahnfahrt kostet umgerechnet etwa 4 Euro. Der Bus ist mehr als doppelt so teuer. Myanmar ist eines der ärmsten Länder der Welt. Da müssen die Menschen jeden Schatt zweimal umdrehen. Viele Burmesen verdienen ihr Geld als Tagelöhner. Arbeitskraft ist hier billig. Da ist natürlich jeder froh über einen sicheren Job bei den staatlichen Myanmar Railways. Als Schrankenwärter verdient man ca. 72 Euro im Monat. Um 10 Uhr morgens fängt die Schicht an. Sie endet um 10 Uhr abends. Dann kann ich nach Hause gehen. Es macht mir sehr viel Spaß, bei der Bahn zu arbeiten. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Weiter geht's auf wackeligen Gleisen. Wir waren die einzigen Ausländer im Zug und das im Dezember zur Hauptreisezeit. Eigentlich bedauerlich, denn hier kann man die Burmesen, ihre Sitten und Gebräuche, wirklich erfahren. Und Buddha wacht überall. Das friedliche Nebeneinander verdankt das Land auch den allgegenwärtigen Mönchen. Für die Burmesen ist Buddhismus Kultur. Die Mönche helfen dabei, die Kultur zu bewahren. Für die Burmesen sind die Mönche daher sehr wichtig.
Sie bewahren die Kultur und die Werte, die uns der Buddhismus lehrt, damit die Menschen gesittet sind. Ohne die Lehre des Buddhismus werden die Menschen ungesittet. Deshalb ist die Shinpyu-Zeremonie von großer Bedeutung. Mit ihr tritt ein burmesischer Junge in die Fußstapfen Buddhas. Das heißt, er geht zum ersten Mal im Alter zwischen 6 und 12 Jahren ins Kloster und wird Mönch. Ohne diesen Schritt wäre das spätere Leben unerfüllt und unvollständig. Ein wichtiges Ereignis, das im ganzen Land prunkvoll gefeiert wird. Die Novizen bleiben einige Zeit im Kloster, um wie Mönche zu leben, bevor sie zu ihren Eltern zurückkehren. Unsere Reise führt uns weiter, vorbei an einer der unzähligen Pagoden. Und Buddha darf natürlich auch auf der Lok nicht fehlen. Unser Lokführer jedenfalls bleibt entspannt auf den etwas holprigen Gleisen. Die Lok hat 1300 PS und ist wie geschaffen für Myanmar. Die Lokomotiven kommen aus Indien. Die indischen Lokomotiven sind sehr gut für uns geeignet, weil sie sehr stabil sind und selten kaputt gehen. Sie wackeln auch nicht so stark. Deshalb nutzen wir auf der Strecke Yangon-Mandalay hauptsächlich diese Loks. Vor 130 Jahren wurde dieser Streckenabschnitt unter den Briten gebaut. Sie haben die bereits in Indien erprobte 1000 mm schmale Spurweite auch im damaligen Burma verwendet. Und noch heute wird das ebenfalls von den Engländern übernommene Sicherheitssystem mit Token auf der hier eingleisigen Strecke benutzt. Immer wieder wird man kräftig durchgeschüttelt. Bedienung ist auch in der Holzklasse inbegriffen. Um 7.45 Uhr kommen wir nach Pago, etwa 80 Kilometer nordöstlich von Yangon. Manche Menschen steigen hier aus, um einen der vielen Tempel zu besuchen. In der Yenpye-Manpye-Pagode soll sich die Reinkarnation Buddhas befinden. Und zwar in Form dieser Python. Sie ist etwa 6 Meter lang und bevorzugt 14 Kilo Hühnerfleisch im Monat. Während der Schlangenwächter okkulte Formeln murmelt, kann man ganz nah an die Schlange herantreten. Die Menschen kommen hierher und spenden Geld. Mit dem Geld soll die Schlange Pagoden bauen. Die Menschen können dann erlöst werden. In unserer Tradition kann man dafür spenden. Ich, Uwin Kain, segne die Spender im Namen der Schlange, damit sie gesund bleiben, bessere Geschäfte machen und ein besseres Leben bekommen. So bete ich für die Spender. Jahrzehntelang war Myanmar isoliert. Erst 2011 wurde das Land durch politische und wirtschaftliche Reformen geöffnet. Das hauptsächlich landwirtschaftlich geprägte Myanmar sieht im Tourismus eine große Zukunft. Man sollte allerdings bald kommen, solange Myanmar noch seine Ursprünglichkeit bewahrt. Eine spannende Phase.
Noch ist ganz offenkundig, dass die alte, autoritäre Zeit nicht völlig abgeschüttelt ist. Wir passen auf. Erstens, damit die Fahrgäste die Fahrt sicher genießen können. Und zweitens, damit vom Eigentum der Bahn nichts wegkommt. Allgemein ist es aber nicht gefährlich. Es kommt auf die Fahrgäste an. Manchmal gibt es Probleme. Dann lösen wir sie mit den Bahnmitarbeitern gemeinsam. Eigentlich ist dieser Service heute überflüssig. Wir haben uns während der Dreharbeiten immer sicher gefühlt. Auch wenn wir als vermeintlich reiche Europäer überall aufgefallen sind und das Leben der Burmesen von äußerster Armut geprägt ist. Was für die Menschen weniger angenehm ist, hat für Eisenbahnfreunde etwas Gutes. Durch die Jahrzehnte währende Mangelwirtschaft wurde museale Technik konserviert. Etwa 90 Kilometer nördlich von Pago in Pyeongtansa wird das dampfende Erbe der Myanmar Railways aufbewahrt. Bis 2005/06 gab es in Myanmar noch regelmäßigen Dampflokbetrieb. In Pyeongtansa stehen heute die letzten Dampflokomotiven. Leider ist keine mehr in Betrieb. Es besteht jedoch noch Hoffnung, dass die ein oder andere Lokomotive in Zukunft wieder dampfen wird. Wir haben noch 14 Loks, wovon wir einige nach Insein schicken. Dort werden sie dann repariert, um sie danach vor Touristenzügen zu nutzen. So wie 2007, als diese Bilder während einer Tour von Eisenbahnfreunden entstanden sind. Dampfloks als Devisenbringer. Eine schöne Idee. Auch wenn es den Anschein hat, diese Bilder stammen nicht aus der Dampflok-Ära. Noch heute reinigen überall an den Flüssen Wäscher und Wäscherinnen Kleider wie anno dazumal. Ein Geschäft, denn viele Burmesen legen großen Wert auf gepflegte Kleidung und ziehen jeden Tag ein frisches Hemd an. Außerdem ist uns aufgefallen, die Menschen können buchstäblich überall schlafen. Endlose Felder ziehen vorüber. Und die Gleislage ist schon ein wenig abenteuerlich. Dennoch spielt Sicherheit eine große Rolle. Wenn ein Unfall passiert, muss ich mit der Handbremse den hinteren Teil des Zuges abbremsen. Der Lokführer übernimmt den vorderen Teil des Zuges. Verschiedene Abschnitte dieser wichtigsten Strecke Myanmars sind zweigleisig ausgebaut. Platz genug auch für Güterzüge. Das monotone Rattern und Gewackel kann für gestresste Europäer fast schon eine Art Wellness sein. Eine Entspannung für Seele und Geist. Und immer wieder fällt uns die Bemalung der Gesichter auf.
Kurzer Zwischenstopp in Taungo. Wir lassen uns in das Geheimnis der bemalten Gesichter einweihen. Es handelt sich um Tanaka. Die Rinde des Tanaka-Baumes wird mit Wasser zu einer beigefarbenen Paste gerieben und auf die Haut aufgetragen. Nun kann sie trocknen. Diese Tanaka wird bei uns in Myanmar vor allem in Schwebu, Pakoku, gepflanzt. Tanaka hat die gleiche Wirkung wie Medizin für die Burmesen. Es ist gut für die Gesundheit. Es hält die Haut kühl. Wenn man im Sommer einen Sonnenstich bekommt, kann er durch Tanaka geheilt werden. Im Winter schützt es die Haut vor dem Wetter. Tanaka ist also eine Art Allheilmittel. Körperpflege, Schminke und Medizin in einem. Und genauso wie Tanaka gehört auch das mehrmalige Essen zum burmesischen Alltag. Hungern muss bei dieser Zugfahrt garantiert niemand, auch wenn ein Drittel der Burmesen als unterernährt gilt. Die Menschen haben auf uns dennoch einen sehr zufriedenen Eindruck gemacht. Statistiken sind in Myanmar eh mit Vorsicht zu genießen. Wie erwähnt, befindet sich das Land im Umbruch. Veröffentlichte Zahlen sind oft politisch motiviert. Das Militär hat immer noch einen großen Einfluss. Ob Myanmar im Ernährungsbereich tatsächlich autark ist, wie behauptet wird, ist daher fraglich. Handfest dagegen ist die Fahrkartenkontrolle. Sie wird mit 2 Personen durchgeführt, damit es schneller geht. Wenn etwas nicht stimmt, erklären wir die Fahrkarte für ungültig und nehmen den 2-fachen Fahrpreis als Strafe. Wenn wir einen Schwarzfahrer erwischen, verlangen wir ebenfalls den doppelten Fahrpreis. Um 15.20 Uhr erreichen wir Nay Pyi Taw, die neue Hauptstadt Myanmars. Sie liegt zentraler als Yangon und verdankt ihre Gründung dem Militär. Und wie in der Geschichte Südostasiens üblich, symbolisieren in Nay Pyi Taw weiße Elefanten die Macht der Herrschenden gegenüber der Öffentlichkeit. Die hellhäutigen Elefanten sollen vor allem Glück und Wohlstand bringen. Bei der Planung der neuen Hauptstadt mit ihrer 20-spurigen Hauptstraße wurde dabei nichts dem Zufall überlassen. Nicht einmal der Umzugstermin am 6.11.2005 um 6.36 Uhr. Wenn man eine neue Stadt errichten möchte, fragt man die Astrologie und den Wahrsager nach einer guten Zeit, damit der Herrscher lange Macht wie ein König hat. Es ist ein friedliches Land ohne Feinde. Niemand kann dann dem Herrscher die Macht streitig machen. Unter größter Geheimhaltung wurde die Stadt auf einer Fläche 5-mal so groß wie Berlin für nicht einmal 1 Million Menschen errichtet. Und so wirkt auch das Parlamentsgebäude überdimensioniert. Übrigens bedeutet Nay Pyi Taw Stadt der Könige. Und königlich soll auch der Preis dieses Zauns gewesen sein. $10.000 pro Meter. Und natürlich braucht eine neue Hauptstadt auch einen neuen Bahnhof. Selbstredend ist auch dieser etwas groß geraten. Er symbolisiert aber den Stellenwert der Eisenbahn im neuen Myanmar. In Myanmar wurde die Hauptstadt von Yangon nach Nay Pyi Taw umgesiedelt.
Damit die Hauptstadt dann auch einer Hauptstadt würdig sein konnte, hat man hier diesen Hauptbahnhof gebaut. Alle Ministerien sind hierher umgezogen. Deshalb sorgen wir dafür, dass alle Mitarbeiter zwischen Yangon und Naypyidaw pendeln können. Sowohl Hauptstadt als auch Bahnhof sind noch nicht fertig. Früher war der Bau der Bahn eine nationale Aufgabe. Landbesitzer wurden zwangsenteignet und die umliegende Bevölkerung wurde für den Bau zwangsverpflichtet. Jede Familie musste eine Person für den Bahnbau abstellen. Heute bekommen die Arbeiterinnen Geld. Seit der Eröffnung des Landes 2011 verbessert sich die Situation der Menschen stark, auch die der Eisenbahn. Wir sehen täglich, dass die Bahnstrecken modernisiert werden. Es ist viel besser geworden. Ich berichte auch immer in meinem Journal über die Modernisierung der Bahnstrecken. Seit die neue Regierung das Land regiert, hat sich bei der Bahn sehr viel getan. Diese Art von Optimismus spürt man überall im Land. Die Menschen atmen Freiheit. Und da hilft ihnen sicherlich auch ihr tiefer Glaube. Und ein wenig Improvisationstalent. Um 17:45 erreichen wir unser heutiges Etappenziel. Tasi. Hier gibt es nichts Aufregendes. Will man aber in die Berge und zum touristisch bedeutenden Inlesee, muss man hier umsteigen. Zeit für ein Abendessen. Der nächste Zug fährt erst am nächsten Morgen. Typisch sind die milden Curries, zum Beispiel mit Fisch. Natürlich wird alles ganz frisch zubereitet und mit frischem Chili sowie Koriander abgerundet. Da stellt sich nun die Frage, nach welchem Geheimrezept die Chefin eigentlich kocht. Für mich ist Sauberkeit und Hygiene am wichtigsten. Außerdem koche ich mit Liebe, damit es gut schmeckt. Wir durften auch kosten. Es hat wirklich sehr lecker geschmeckt. Genau die richtige Stärkung für das nächste Schienenabenteuer in Südostasien. Twa Dau Me. Auf Wiedersehen. Das, liebe Zuschauer, war Eisenbahnromantik heute mit unserem Besuch in Myanmar. Der zweite Teil kommt in Bälde. Das war's von dieser Stelle aus. Machen Sie es gut. Bis denn und tschüss.